Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Schön, dass ihr reinschaut. Wir haben beschlossen, wir machen ein kleines Corona-Video-Spezial mit allen vier Suchtis. Ja, Social Distancing macht also schon mal nicht unbedingt einfach, dass wir uns treffen, um gemeinsam zu drehen. Haben wir überlegt, wie machen wir das Ganze? Hey, jeder sucht die für sich und ich mache jetzt hier so ein bisschen die Moderation drumherum, binde quasi die Einsendungen von Georg, Rüdiger und Dennis an dieser Stelle ein. Ja, uns haben immer mal wieder Nachrichten in den letzten Wochen erreicht. Was spielt ihr denn so? Wie ist das Ganze? Wie läuft es bei euch zu Hause ab? Und dazu habe ich jetzt direkt einen Clip von Dennis aus der Quarantäne. Schaut einfach mal selbst. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier aus dem Haus, in dem keiner ist. Ja, es ist Zeit des Corona, das heißt, wir haben keine Menschen zum Spielen. Okay, ich habe Gwen noch zum Spielen, aber das Treffen ist erschwert in dieser apokalyptischen Zeit. Das Einzige, was ich habe, sind hier ein paar Spiele, diesen Ofen, Klopapier und dieses Klo. Ja, es ist schwer aktuell natürlich, dass man das Verbot hat, sich nicht in einer großen Menschengruppe zu versammeln, sprich unsere Spiele Montage sind raus, die Treffen bei Freunden etc. müssen erstmal ausbleiben. Aber eins sei gesagt, das macht natürlich alles Sinn. Hätte man das vielleicht sogar noch früher gemacht, ne? Hätte Fahrradkette, wären die Infektionen wahrscheinlich viel, viel geringer ausgefallen. Also nehmt das nicht auf die leichte Schulter, denn Corona ist halt doch aktuell sehr präsent und jeder sollte auch hygienisch und so aufpassen, aber das habt ihr bestimmt schon 50.000 Mal in letzter Zeit gehört. Man hört ja auch nichts anderes. So, aber was spielt man denn jetzt zu Zeiten des Corona? Naja, thematisch passen würde ja hier zum Beispiel Hit the Road. Ja, das ist ja dann hier so in Richtung Zombie-Apokalypse, das ja nicht mehr so weit entfernt ist. Aber ansonsten, was ich mit Gwen in letzter Zeit gespielt habe, das ist relativ wenig zum einen, da wir einen Umzug jetzt zur perfekten Zeit machen müssen. Und ja, da ist auch nicht viel Zeit und Muse, etwas zu spielen. Aber ihr Lieblingsspiel oder eine ihrer Lieblingsspiele ist oder sind die Burgen von Burgund. Ja, Burgen von Burgund. Das ist halt schon ein Klassiker, würde ich schon sagen. 2011 steht hier drauf und eine neue Version ist ja bereits erschienen. Und ich muss sagen, dieses Plättchen nehmen, anlegen, wie hole ich die Punkte raus, wie kriege ich die Gebiete zusammen. Ich finde das immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel. Es macht mir sehr viel Spaß, auch wenn ich mit 3 Punkte Rückstand das letzte Match verloren habe. Aber ja, die Burgen von Burgund, immer noch ein heißer Kandidat. Wenn ich mir so recht überlege, Corona-Krise, da passt irgendwie auch ein Spiel, das ich schon länger nicht mehr in meiner Sammlung auf den Tisch hatte. Und zwar Blackout Hong Kong. Ja, ihr erinnert euch vielleicht an eine meiner ersten Reviews. Ich glaube, das war sogar das zweite. Blackout Hong Kong von Pegasus-Spiele beziehungsweise Eggert-Spiele. Ja, da ist auch Stromausfall und eine besondere Situation eingetreten und man muss sich halt zu helfen wissen, in Ressourcen sammeln und Gebiete sichern und helfen, den Leuten helfen, sie unterstützen in der Not. Und ich finde, das passt auch thematisch ganz gut. Deswegen gibt's auch jetzt Blackout World. Hongkong. So, ja, ansonsten haben wir vor,
Gwen hat es ja damals bei der Messe mitgenommen und ich habe es ja auch schon gespielt und schwärme immer davon und sie wird das jetzt definitiv demnächst mit mir spielen müssen. Sie will ja auch, wenn der ganze Stress mal hier rum ist, dann kommt bei uns auf jeden Fall Marco Polo 2 auf den Tisch und ich würde allgemein empfehlen, Spiele zu spielen, zum einen, die vielleicht auch ein bisschen länger gehen, denn wenn man lange allein zu Hause sitzt oder zu zweit, dann lohnt es sich natürlich, sich in ein paar Regeln reinzufuchsen und die dann halt mal ein Spiel zu nehmen, das länger geht. Zum Beispiel eine Lacerda, zum Beispiel ein Lacerda-Spiel oder vielleicht irgendwas Komplexes wie Black Angel oder ja, ein Eurogame. Oder wir haben auch noch Teotihuacan zu Hause. Ja, es gibt sehr viel, was man dann mit der Zeit, die man dann vielleicht hat, anfangen kann. Und ja, zu guter Letzt sage ich natürlich, bleibt zu Hause, haltet euch an die Vorschriften oder Empfehlungen, denn das lohnt sich. Jemanden anderen in den Nacken niesen ist nicht so geil. In diesem Sinne, viel Spaß beim Spielen und haltet durch. Es wird bald wieder besser, hoffe ich doch. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, das war Dennis' kleiner Beitrag zu unserem Corona-Spezial. Ja, was kann man so in dieser Zeit machen? Ja, wir haben bemerkt, bei uns ist einiges in letzter Zeit, im letzten Jahr auch liegen geblieben, gerade im Garten. Und da man sowieso nichts unternehmen kann, sämtliche Freizeitaktivitäten quasi auf Null gefahren sind, ja, kann man die Zeit einfach auch mal nutzen, um im Garten zu arbeiten. Ist man an der frischen Luft, bei Sonnenschein kann man natürlich noch das gute Wetter genießen und ist ein schöner, willkommener Ausgleich zum Homeoffice, wo man weder soziale Kontakte hat, noch überhaupt irgendwie frische Luft einem um die Nase weht. Das ist schon irgendwo so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen eingelullt in letzter Zeit. Und ich kann auch verstehen, dass da beim einen oder anderen so ein bisschen Lagerkoller oder der Home Blues eintritt. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich rausgehen kann, mich im Garten ein bisschen auch körperlich betätigen kann und dann fühle ich mich einfach auch wieder ein bisschen frischer, ein bisschen besser und das ist einfach ein schöner Ausgleich jetzt gerade aktuell in dieser Zeit. Und ja, was kann man noch sonst machen? Regeln lernen. Zum Beispiel von sämtlichen Spielen, die einem zugeschickt wurden während der Corona-Zeit, ist natürlich jetzt ideal. Die Verlage haben teilweise begriffen, ja, die hocken ja jetzt alle daheim, wir schicken denen mal einfach mal munter Zeugs zu. Finde ich hervorragend, ja, es ist schön, kann man das ein oder andere Spiel lernen oder auch auf den Tisch bringen. Ist natürlich jetzt ein ziemlich schlechter Zeitpunkt für, Spiele, die 3 oder mehr Spieler brauchen. Und da muss man ja schon ein bisschen kreativ werden, es sei denn, man hat die Familie daheim. Apropos Familie, ich würde sagen, wir schalten an dieser Stelle mal rüber zu Rüdigers Ansprache, denn der hat sich ein bisschen Gedanken gemacht und berichtet auch, wie es seinen Kids und seiner Familie so zu Hause ergeht. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Auch von mir an dieser Stelle noch ein Gruß in diesen schwierigen Zeiten. Wir haben es alle nicht leicht, aber ich glaube, besonders schwer haben es in dieser Zeit tatsächlich die Kinder, die nicht raus können. Das erlebe ich jedenfalls bei meinen Kindern, von dem Größten bis zum Kleinsten. Je länger das andauert, dass sie keine Freunde treffen können, dass sie nicht raus können auf Spielplätze, trotz des fantastischen Wetters hier im Westen Deutschlands oder im Südwesten, desto angespannter werden die. Da ist ein Spiel, glaube ich, durchaus eine willkommene Abwechslung. Und so hat sich für mich, was Spiele angeht, relativ wenig verändert in dieser Zeit, weil ich eben weiterhin viel mit der Familie spiele, vielleicht sogar noch mehr als sonst. Teilweise auch am Abend noch, wenn eigentlich schon die Bettzeit ist, weil jetzt ja keine Schule ist, kann man da mal ein bisschen freigiebiger sein und noch ein kleines Spiel auf den Tisch bringen. Ich glaube, was tatsächlich auch wichtig ist, Geduld haben und vielleicht einfach mal kooperative Spiele spielen, wo es weniger Konflikt gibt und wenn man so aufeinander hängt, gibt es eh immer schon genug Konflikt. Online spielen kann man natürlich auch sehr schön. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich auch bei Boardgame Arena unterwegs bin, die jetzt auch gerade an einem Limit ihrer Kapazität angekommen sind oder schon seit ein paar Tagen und kaum noch nachkommen, versuchen Serverkapazität und so weiter zu erhöhen, wie alle Online-Anbieter von was es auch immer sei.
Genauso die Wandel der Zeiten-App benutze ich weiterhin sehr gerne. Die gibt es sogar, und das ist, glaube ich, ein Hinweis wert, im Moment zum halben Preis. Und zum halben Preis auch nur deshalb, weil diese Hälfte komplett an Fonds zur Corona-Bekämpfung gespendet wird oder an Hilfsfonds für Opfer oder wie auch immer. Also auf jeden Fall sozusagen für die, denen es in der Krise besonders schlecht geht, zugutekommt. Also wer die noch nicht hat, jetzt ist die perfekte Gelegenheit, die quasi umsonst zu kriegen. Ansonsten bleibt zu Hause, seid vernünftig, spielt was Schönes, erzählt uns davon in den Kommentaren, welche Spiele sich gerade eignen, welche Spiele sich gerade nicht so eignen. Ich denke zum Beispiel an Pandemie an der Stelle. Haltet den Kopf hoch. Und das ist zwar jetzt wirklich nicht das Wichtigste, aber wir machen weiter Videos für euch, per Konferenz, alleine, was auch immer geht. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und bis bald wieder. Tschüss. Ja, das war Rüdigers Beitrag zu ja, dem Status seiner Familie. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, und viele von euch haben es natürlich auch in die Kommentare unter vielen Videos gepostet. Was macht ihr jetzt eigentlich in der Corona-Zeit? Wie kommt ihr da über die Runden und wie spielt ihr? Gibt es Möglichkeiten, online zu spielen? Der ein oder andere ja, spielt dann halt mal online oder in Apps oder wie auch immer. Und da macht gerade ja, Steam machen irgendwelche Sonderaktionen und man bekommt irgendwelche Brettspiele. Apps vergünstigt, und das macht immer wieder so die Runde auch in meinen Spielegruppen, in meinen Chats. Und was aber definitiv von uns auch noch auf Herz und Nieren getestet wird oder was ich euch schon mal empfehlen kann, ist, nehmt euch einfach kleine Roll and Rides, wie jetzt zum Beispiel hier die Minis von NSV, weil ihr habt bei Roll and Rides ja in den meisten Fällen einfach nur einen Satz Würfel und ein paar Blockblätter. Und jetzt geht ihr einfach her, nehmt diese Blockblätter, scannt die ein oder nehmt die Blockblätter runter und schickt die euren Mitspielern zu. Dann braucht eigentlich nur einer eine aktive Videoverbindung und die anderen können einfach nur zuschauen, was denn gerade das. Wo ist der Würfel? Das Würfelergebnis ist. Ja, muss man nur wissen, was wird gerade geworfen, was ist jetzt gerade relevant. Und dann können theoretisch alle mitspielen. Hinterher schickt man die Bildchen ein und vergleicht, was haben denn so die anderen da mitgemacht, und könnte da wunderbar Roll and Ride auf Distanz spielen. Also überhaupt gar kein Thema. Was natürlich auch in dieser Zeit hervorragend funktioniert, sind Spiele, die mehrere in der Gruppe haben. Zum Beispiel könnte man Azul, was hier hinter mir im Regal steht, ohne Probleme spielen. Wenn jeder eurer Spielegruppe, die mitspielen möchten, ein Exemplar Azul habt, dann macht ihr einfach einen Videocall. Und wichtig ist eigentlich, die Spielboards der einzelnen Spieler zu sehen. Und es gibt quasi einen Master, der dann den Spielplan hat, den eigenen, und noch die zentralen Manufakturplättchen. Und da muss man halt einfach sagen, hey, ich nehme jetzt von dem Manufakturplättchen, kann man ja Zahlen daneben legen, zwei, die zwei roten Fliesen. Dann legt der Spielleiter quasi die zwei anderen Fliesen in die Mitte und nimmt die roten aus dem Spiel. Und derjenige, der sich die roten genommen hat, nimmt von seinem eigenen Spiel die zwei und legt sie auf sein Tableau. So hat man quasi die Möglichkeit, entsprechend zum Beispiel Azul, und es geht natürlich auch mit vielen anderen Spielen, die man mehrfach hat, das Ganze entsprechend zurechtzutürken. Klar funktioniert das nicht bei jedem Spiel und bei manchen ist das vielleicht auch ein bisschen schwerer, wenn ich jetzt an ein Hadara oder sowas denke, wo man dann die Karte erstmal raussuchen muss, die es eigentlich genau, die es jetzt gerade ist. Das ist nicht so einfach. Was aber auf jeden Fall auch gut funktioniert, sind kooperative Spiele, die man einfach ohne großen Aufwand entsprechend auf den Tisch packen kann, mit einer Videokonferenzschaltung die anderen Spieler mit involvieren kann und direkt zusammen losspielen. Apropos, das ist sowas, Georg, Dennis und ich haben es diskutiert, ob wir ein kooperatives Spiel quasi im Livestream auf den Tisch bringen. Das heißt, hier wird bei mir letztendlich der Livestream gehostet werden mit zwei oder drei Kameras, je nachdem, wie ich das Ganze aufziehen kann. Und ihr habt im Prinzip die Gelegenheit, direkt live sozusagen mit dabei zu sein, mitzuentscheiden, wie das Ganze verlaufen soll, das Spiel. Und auch Dennis und Georg würden dann entsprechend sich mit einklinken und mitentscheiden. Die zwei würde ich dann allerdings per Telefonkonferenz mit dazu klinken.
und ihr hättet die Chance, im Livestream dabei zu sein. Wäre das was für euch? Würde euch das interessieren? Dann wäre ganz wichtig an dieser Stelle, schreibt mal in die Kommentare, ja, wir wollen so ein gemeinsames, kooperatives Let's Play live. Das wäre dann an irgendeinem Abend, vielleicht ab 19 oder 20 Uhr dann zu sehen hier bei uns auf dem Kanal. Oder sagt ihr eher, nee, das ist nicht so für uns. Und wenn es was für euch ist, dann müssten wir ja jetzt noch uns für ein Spiel entscheiden. Da wäre zum Beispiel möglich ein Last Bastion. Da wäre auch möglich, Scythe zum Beispiel zu spielen in der Coop-Variante. Oder man spielt ein Solo-Spiel gemeinsam. Da könnte man auch ein En Masse gemeinsam mit euch spielen. Oder ein Underwater Cities. Oder wir spielen Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde oder Willen des Wahnsinns. Lasst euch da mal was einfallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und ja, Wünsche, auf die gehen wir gerne ein. Vorausgesetzt natürlich, das Spiel liegt bei einem von uns im Regal. Im Idealfall bei mir. Ja, und bevor ich jetzt mich hier ewig lang verstricke und bevor ich erzähle, was ich so spiele und was wir noch vorhaben, machen wir einmal den Schwenk zu Georg, denn er hat sich auch Gedanken gemacht, wie man die Corona-Zeit nutzen könnte, um das ein oder andere Spiel endlich mal auf den Tisch zu bringen. Aber schaut doch einfach selbst. Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier. Ja, ich muss natürlich auch was sagen oder ich möchte eigentlich was sagen zu Corona und was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Natürlich kann ich im Homeoffice arbeiten. Das ist natürlich toll, ist nicht bei jedem Gärtner der Fall, aber bei mir geht das schon. Ich mache hier quasi in meinem Homeoffice die Arbeiten, weshalb ich natürlich auch viel zu tun habe. Das ist die eine Sache. Aber zwischendurch käme man ja mal wieder zum Spielen. Spieleabende gibt es aber nicht mehr, sind abgesagt. Ja, was machen wir dann? Nun, meine Lösung ist, ich habe Spiele, die man auch solo spielen kann. Ich bin aber nicht so der Solo-Spieler, sage ich da mal. Aber ich habe Spiele und ich habe welche, die ich auf jeden Fall solo noch spielen wollte. Ja, da ist ja Nussfjord, das mit dem schönen Schollendeck vom Uwe Rosenberg selber produziert. Hier, Nussfjord ist definitiv ein Spiel, was ich mir angucken werde noch in dieser Zeit. Beziehungsweise Nussfjord habe ich ja schon so gespielt, aber diese Solo-Variante, die es da gibt, wo man da so, auch so, ja, seine ganzen Häuschen und so durchspielen muss dann mal. Ja, das ist, der Jochen hat das schon mal gemacht. Aber ich habe gedacht, das muss ich dann doch auch mal probieren. Gerade das Schollendeck da weiter ausprobieren, beziehungsweise ich kann das ja auch live filmen und euch daran teilhaben lassen. Ja, dann habe ich natürlich auch natürlich Kaverne auf dem Plan. Die ganzen Völker, die dabei sind, ein paar Völker regen einen wirklich auf dabei. Die muss man, ja, die würde ich jetzt gerne mal einfach mal im Solofeld üben, sagen wir mal so. Die Neueren da, die Abenteurer, das geht dann schon eher, aber also andere, die dann da so viel essen müssen und trotzdem, wo man da nicht hinterherkommt, das ist schon sehr schwierig, die überhaupt mit vernünftig viel Punkte dann rauszukommen. Kaverna, die vergessenen Völker, das werde ich mir bestimmt auch nochmal zu Gemüte führen, aber seid euch sicher, seid euch gewahrt, ich werde das auch definitiv mitfilmen dann. Mal gucken, ob wir was draus machen. Ja, dann habe ich mir ein Spiel besorgt, die Burgen von Burgund. Das ist natürlich ein, ja, ist ein schönes Spiel und diesmal gibt es da auch bei dieser neueren Variante den Solo-Spieler-Modus. Dadurch, dass mir dieses Spiel eh ganz gut gefällt, möchte ich eigentlich diesen Solo-Modus hier ausprobieren. Jetzt seht ihr schon, ich habe schon 3 Spiele im Solo-Modus. Aber es gibt natürlich auch nicht nur Solo-Modus, es gibt ja auch Familienspiele, die ich da so gerne mal wieder zocke mit meiner Familie dann. Wir haben auch Skylands da und so weiter. Wir werden auch von Sebastian Fitzek das Safe House spielen jetzt in nächster Woche. Denke ich, in der Familie kann man das ja machen, in einem Haushalt dabei. Das ist ja kein Ansteckungsproblem, beziehungsweise die Ansteckung hat man dann schon vorher gemacht und verteilt es dann wunderbar im Haus weiter. Ja, aber ich habe noch ein Spiel mir vorgenommen, was ich schon lange auf dem Schirm habe, von meinem Pile of Shame. Und da habe ich natürlich stellvertretend für den ganzen Pile of Shame A Pleasant Journey to Neko. Das möchte ich vorbereiten und sobald es da wieder eine Möglichkeit gibt, einen Spieleabend zu machen oder vielleicht spiele ich es auch in der Familie, werde ich es hier spielen. Ein sehr schönes Spiel, was, ich sag mal, vom Setting her würde es meiner Frau natürlich gefallen, weil
die Siegpunkte sind keine normalen Victory Points, sondern es sind PPs, Penguin Points. Und dann ist, man bekommt dafür Punkte, wie viele Pinguine man sieht. Und das ist natürlich ein Heidenspaß, aber natürlich auch eine durchaus langatmige Angelegenheit hier. A Pleasant Journey to Neko, das ist auch mein Dings, da freue ich mich eigentlich schon sackeblöd, wie sackeblöd drauf. Das ist einfach etwas, was mir sehr am Herzen liegt, das Spiel. Ich habe ja auch damals den, wir waren ja auch an dem Stand und haben den Autor City Loda interviewt und so. Und der hat uns da ein bisschen mehr erklärt davon, von dem Spiel dabei. Das werde ich mir dann auch nochmal zu Gemüte führen, natürlich. Und auch die Regeln durchpauken. Es hat aber keinen Solo-Spieler-Modus. Da muss ich also unbedingt jemanden finden, der das mit mir spielt. A Pleasant Journey to Neko. Ja, stellvertretend dazu habe ich natürlich noch andere Spiele auf meinem Pile of Shame, die ich mir da alle angucken werde. Mal schauen, vielleicht kommt auch das eine oder andere neue Spiel dazu. Wie gesagt, Spiele Offensive, die hat ja noch offen. Da kann man ja noch bestellen und auch bei anderen Sachen, auch bei der Spielepyramide in Karlsruhe kann man auch bestellen. Alles da, man kann, ja, alles was das Herz begehrt. Aber zurzeit habe ich noch nicht so viel Zeit dafür zum Spielen. Aber die Zeit werde ich mir mit Sicherheit nehmen. Über Ostern gibt es ja auch noch mal eine Reihe. Ich denke nicht, dass Corona dann einfach schon das Land verlassen haben wird. Das wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Und wir werden über Ostern im Lockdown sein. Ja, schreibt doch mal auch zurück, was ihr so alles auf dem Schirm habt. Parallel dazu würde ich natürlich auch versuchen, mit Skype zu spielen. Online-Spiele, boah, da bin ich jetzt nicht so der Held dafür. Auch diese Online, die Brettspiele nicht so. Vielleicht ziehe ich mir das auch nochmal sowas rein, aber ich mag einfach diese Haptik von dem schönen Board und von den schönen Männchen und von den schönen Teilen, die man da hat. Natürlich kann man alles spielen, aber ob das sein muss, ist so die andere Frage. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bis dann. Tschüss. Ja, so nach Georg, Rüdiger und Dennis, jetzt haben wir alle durch, noch so ein bisschen, was wir so planen, was wir vorhaben und was ich so in letzter Zeit spiele. Ich habe es ja schon gesagt, ich nutze die Zeit, um tatsächlich sehr viele Regeln durchzugehen, auch Regeln von eher komplexeren Spielen. Da liegen hier noch zwei Lacerdas im Regal, wo eins davon noch auf ein Regelvideo wartet. Das heißt, ihr dürft euch definitiv noch auf Escape Plan freuen. Wann das der Fall sein wird, muss ich mal schauen. Vorher auch noch Solo spielen. Ja, wie gesagt, hier neue Spiele liegen bereit und ich spiele seit einer Woche gefühlt jeden Tag eine Partie. Ich glaube, ich bin inzwischen schon zweistellig. Solo, und das ist Age of Steam in der Deluxe Edition und das auch mein persönliches Spiel des Monats März. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir sehr große Freude gemacht bislang. Es liegt auch hier immer noch offen im Spieltisch. Und wie gesagt, ich bin schon inzwischen zweistellig. Und da wird bestimmt noch die ein oder andere Runde folgen, weil ich bin auch dabei, mir Gedanken zu machen für die Regelerklärung. Und sobald dann Age of Steam auch entsprechend als Regel verfügbar ist, werdet ihr es natürlich sowieso mitbekommen. Und dann habe ich hier noch so ein Schwergewicht. Das möchte auch endlich mal auf den Tisch kommen. Das ist Lisboa von Vita Lacerda. Und Lissabon braucht unsere Hilfe. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf das Spiel. Ich weiß, dass Sebastian das Spiel hat und auch gelobt hat. Und deswegen bin ich auch gespannt drauf, wie sich das Ganze spielt. Auch hierzu wird natürlich dann ein Regelvideo an entsprechender Stelle folgen. Und dann hatten wir noch was ganz Lustiges. Wir haben uns getroffen, um Spiele auszutauschen. Das ist jetzt kein Witz. Ja, natürlich schön auf Distanz geblieben, wie sich das Ganze gehört. Dennis kam vorbei, ich habe ihm die Spiele hingelegt und er hat die Spiele mitgenommen. Zum Beispiel habe ich ihm hingelegt einen Teil von My City. Wir haben das schon halb durchgespielt. 12 der 24 Partien haben wir komplett an einem Abend durchgezogen. Und jetzt fehlen uns natürlich noch 12 Partien. Und da war so ein bisschen die Frage, wie gehen wir das Ganze jetzt an. Ich habe Dennis jetzt sein komplettes Material zukommen lassen
und habe die restlichen Kuverts schon alle geöffnet, um ja hoffentlich das richtige Material ihm abzutrennen und reinzutun in Kuverts, dass er nicht sieht, was da kommt. Und ich selber habe auch nichts gelesen, um mich nicht unnötig selber zu spoilern. Und jetzt natürlich die große Frage, das würde euch spoilern, wenn wir jetzt bei Kapitel 5 anfangen, das im Livestream zu senden. Aber schreibt es mal in die Kommentare, ob das für euch was wäre. Ansonsten werden Dennis und ich das definitiv hier auf Distanz fertig spielen. Ist auch mal eine Variante. Also wie gesagt, wir werden einiges ausprobieren an Spielen auf Distanz, egal ob das jetzt My City ist oder vielleicht probieren auch mal wir auch eine Runde Age of Steam tatsächlich auf Distanz. Das kann durchaus funktionieren, weil man hat eigentlich nichts außer das Geld vor sich liegen und da könnte man doch vielleicht eine Zwei-Spieler-Runde mal ausprobieren. Ich denke, Dennis ist da auch durchaus neugierig. Wie gesagt, uns wird das Material so schnell nicht ausgehen. Ihr werdet auch weiterhin bei uns Videos sehen. Rüdiger hat es auch schon angekündigt. Das so das Positive. Und wenn ihr Wünsche habt, dass wir euch irgendwie die spielabendfreie Zeit lockerer, leichter gestalten können und dass ihr ein bisschen besser darüber hinwegkommt, dann schreibt es uns natürlich in die Kommentare. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse meine Montagsspieleabende und ich werde jetzt natürlich auch die Zeit nutzen, hoffen, dass Mareike das ein oder andere Zwei-Personen-Spiel auch mal mit mir spielt und dass wir da ein bisschen Zweierspiele spielen beziehungsweise die Psychiatrie des Schreckens vorfertig besuchen, denn das zweite Kapitel mit nochmal 5 Einzelszenarien steht noch aus und da bin ich sehr gespannt drauf. Das hat soweit interessant angefangen, hat ein paar interessante Kniffs und Elemente, auch wenn es in vielen Punkten sehr mathematisch ist, aber darauf gehe ich noch extra in meinem Aufgetischt nächste Woche ein. Da müsst ihr euch noch eine Woche gedulden und dann seht ihr auch, was ich so solo alles in der Zeit gespielt habe. Bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Gesundheit, gutes Durchhaltevermögen. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die uns in dieser Lage, über Wasser halten und die für die Gemeinschaft da sind. Das geht nochmal ein ganz fettes Dankeschön raus an alle Pfleger, Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger, an alle, die im Supermarkt Regale einräumen oder an der Kasse sitzen, ein ganz, ganz großes Dankeschön und auch nochmal hier obligatorisch der Aufruf, unterstützt euren lokalen Spielehandel, wenn die irgendwie die Möglichkeit haben, dass man entsprechend bei denen was kontaktlos abholen kann oder liefern lassen kann oder auch per Päckchen sich das Ganze zuschicken lassen kann. Unterstützt die, dass sie auch durch diese schwere Zeit kommen, dass ihr euren lokalen Spieleladen auch noch nach der Corona-Krise vor Ort habt und die nicht zumachen müssen aufgrund von mangelnden Aufträgen. Ja, das war's jetzt von mir nochmal. Bleibt gesund, viel Spaß beim Spielen zu Hause und schreibt mal fleißig unten in die Kommentare, was spielt ihr, was wollt ihr von uns sehen, habt ihr Wünsche, habt ihr Anregungen? Wir freuen uns über jeden einzelnen Kommentar, über Daumen nach oben, lasst auch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.